Moin moin liebe Buddebillen, willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus. Die neue Saison beginnt jetzt endgültig, zumindest die Bundesliga jetzt, und der erste Gegner ist der FC Augsburg. Erstes Heimspiel für uns auch gleich und wir spielen hier erstmal mit der gewohnten Aufstellung. Gehen einfach mal rein. Ich habe jetzt Rüdiger noch in die Startformation genommen, einfach weil er ein Neueinkauf ist und ja, einfach ein Riesenpotenzial hat und jetzt schon saustark ist. Er hatte erst ein Spiel in der Vorbereitung, ne? Das war ja nicht so krass genial. Da kann er sich verbessern, aber das will er, denke ich, mal schaffen. Und habe ich hier gerade Clint Dempsey beim FC Augsburg gesehen? Tatsache. Der alte American Boy in der Bundesliga. Wer hätte es gedacht? So, Junosovic ist wieder fit. Bartels. Unten ist Bergwien. Da ist Mané. Einfach mal raufbratzen und da ist das Ding drin. Boah, schön Salto. Überhitz. Ja, wunderbar. So kann die Saison noch losgehen hier. Gut gesehen. Was macht Bergwien überhaupt da? Egal, er steht richtig und macht das Ding. So, nicht, dass er jetzt hier was durcheinander gebracht hat. Ne, Bergwien links oben. Junosovic hier. Ja, Aufstellung ist gut. Manchmal hat er zumindest online, dass er ein paar Spieler vertauscht. Da hatte ich gerade das Gefühl hier, weil was macht Bergwien da rechts? Aber nun gut. Oh, Junosovic, du bist so geil. Mané. Ach, verdammt, Ball verloren. Aber das kann ja darin liegen, dass sich Bergwien jetzt ein bisschen gesteigert hat noch. Zu Stellungsspielen ein paar Punkte dazu bekommen hat. Vielleicht läuft er sich jetzt einfach besser in Position. Das war ein bisschen glücklich. Oh, kommt er an? Ne, der geht ins Aus. Bitte. Wäre natürlich ein klasse Angriff geworden. Richtig schöner Angriff. Aber man kann ja nicht alles haben. Oh, Pade. Hits. Gut, gehen sie auf Nummer sicher. Er hat gedacht, er versucht jetzt hier zu dribbeln vielleicht gegen mich. Aber nö, so Dempsey, was kannst du denn hier, hä? Erstmal ordentlich einliedern hier in die Bundesliga. Muss ja wissen, dass hier ordentlich was auf dich wartet. Ist ein bisschen anstrengender als vielleicht in England. Zumindest, wenn ich dein Gegner bin. Und was für ein Schuss. Ich hab's eigentlich schon gesehen, als der Ball losgeflogen ist. Perfekt getroffen. Hier sehen wir es nochmal. Aber auch wirklich sensationell herausgespielt. Wenn man sich das mal anguckt, wie die da sich im Dreieck den Ball zugepasst haben. Direkter Abschluss. Sensationell. Kann man nichts sagen. Ja, und so schnell ist die Vorfreude hier gedämpft. So schnell geht es wieder in eine andere Richtung. Nein, du sollst doch abspielen, Mann, ey. Gibt's doch nicht. Daneben, Bellerin. Oh, jetzt kommen sie wieder über die Außen. Bellerin ist nicht mitgelaufen, aber, wir haben doch... Boah, ein Westergaard, der die Bälle rausholt. Nacho, Kirchhoff, Alter, jetzt... Jetzt dreht Augsburg aber auf hier, jetzt wollen sie es wissen. Okay, was war das? Ein kleiner Lag? Noch ein kleiner Lag zwischendurch? Das gefällt mir nicht. Also, das ist ja Wahnsinn, was die jetzt hier für einen Druck machen auf mich. Ich kann mich kaum befreien im Mittelfeld. So, ja, ich gewinne den zweiten Ball auch nicht, der mich dann zum Content einladen würde, weil die so krass offensiv stehen und Hector Bellerin hat sich hier hoffentlich nicht verletzt. Wie weit lässt den Ball fallen? Okay. Wenn er meint, er braucht das. Na, Nacho. Bergwien, du bist so gut, aber den Abschluss kriegst du nicht hin. Oh, war das schön gespielt. Sehr gut gemacht. So, kriegen wir irgendwie... Nee. Der ging viel zu nah ans Tor. Da hat der Hitz dann natürlich absolut keine Probleme, irgendwas zu reißen. So, aber noch ist hier nichts vorbei.
Nacho macht das Ding. Jetzt kommen die Pässe an. Früher waren sie nicht gut genug. Jetzt klappt es. Schön hier über die Außen, dann in den Rücken gepasst. Und eiskalt vollendet. 2:1. Wir sind wieder zurück. Si Señor haben sie auch, Enrique. Also Augsburg hat sich kräftig gemacht hier. Bayer spielt allerdings immer noch im Mittelfeld. Soll da immer noch schalten und walten. Clint Dempsey, jetzt mal eine Offensive. Bartels. Sehr gut. So. Das muss auch mal gemacht werden. Geht er ins Aus? Ne, den hat man nicht, ne? Den hat man nicht. Mané. Ach, kommt er noch an? Nee, gibt einen Eckball. Aber der ist so flink, der Junge, der ist so flink. Jetzt die Ecke wird ein bisschen besser. Nächste Ecke. Si Señor hat den rausgeköpft. Da ist Mr. Junuzovic. Alter, das gibt's nicht. Was ist denn sein Problem, den Ball da hinzuspielen, Leute? Ohne Mist. Was mache ich falsch, Bellerin? Was war das denn für ein Pass? Okay, also ich muss hochkonzentriert bleiben hier, sonst passiert sowas, dass wir den Gegner einfach den Ball schenken und dann ist wieder der Schuss da. Wieder ist die Señor. Der ist aber auch krass beteiligt hier. Sehr schön. Nacho. Mané. Ach ja. Klavan. Ist natürlich ein bisschen bulliger. Kann dem kleinen Jungen da, dem kleinen Flügelstürmer, den Ball abnehmen. So, Junuzovic noch ein bisschen rauf da. Bisschen Druck machen mit ein bisschen Geschwindigkeit. Dempsey. Die kontrollieren das hier. Haben wirklich gutes Mittelfeld. Gut, man muss dazu sagen, ich mache nicht mein Bestes und Wied weiter. Oh. Puh, ich dachte schon, er landet auf der Linie. So. Hau weg das Ding, jawohl. Ich krieg den Ball nicht, das gibt's nicht. Gut, die erste Halbzeit ist vorbei. Und ich glaube, wir wechseln jetzt schon mal aus, oder? Bergwin hat das ganz gut gemacht. Bartels auch. Okay. Ah, schwierig. Der kann nur rechts spielen und Afdijay kann natürlich auch noch Sturm und linkes Mittelfeld spielen. Wechseln wir ihn einfach mal ein hier für Bergwin. Kann ja nicht schaden. Jetzt müssen wir ja sowieso ein bisschen taktieren, ne? Wie das so alles läuft. Da wir jetzt die Champions League noch dazu haben, werden wir viel mehr Spiele haben. Wir müssen viel häufiger wechseln als noch in der letzten Saison. Zum Ende hin, wer weiß, wenn wir überall ausgeschieden sind, dann nicht mehr. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir relativ lange drin bleiben können. In der Champions League und auch im Pokal. Ich weiß gar nicht, letztes Mal sind wir gegen Bayern ausgeschieden oder gegen Dortmund. Gegen irgendein hohes Tier auf jeden Fall. Da haben wir uns auch ganz gut geschlagen eigentlich. So, Enrique, hier. Nein. Nein, 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 nein. Es war ein... Auch du kommst hier nicht vorbei. You shall not pass, Wiedwald. Das gibt's nicht. Oh, Halleluja. Afdijay wird da auch gedoppelt gleich. Die machen uns das echt nicht leicht hier, voranzukommen. Jetzt kommt noch Trochowski. Der alte Hamburger. So, mal einen schönen Seitenwechsel, um das ein bisschen zu beruhigen hier. Ulises Garcia hat sich ja auch gut weiterentwickelt. Bartels zu Junuzovic. Da unten ist Nacho frei. Nein, Opare fängt den Ball ab. Esfain, du kannst nicht alles haben hier. Junuzovic! Junuzovic! Nein! What the fuck, was ist hier los? Gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Trochowski, das ist unser. Verdammt. Oh, zu lange gewartet mit Junuzovic. Der hätte ich abschließen sollen. Oder vielleicht schon hochpassen sollen. Das war mir aber nicht ganz geheuer. Westergaard. Mané. So, viele Mittelfeld hier.
FDJ ist schon mal reingelaufen. Und Bartels fällt einfach mal drüber. S-Wein, das ist auch eine Sprintersau. Das ist eine Sprintersau. Opare, anscheinend auch nicht der langsamste auf der Welt. Aber Bellerin ist da. Der hat ein relativ gutes Kopfballspiel. Ist mir mal so aufgefallen. Über die Zeit. So, FDJ. Der kann auch mal zeigen, was er drauf hat hier. So, und da ist Mané. Zu lange gewartet. Noch ist hier nichts verloren. Bartels mit dem Schuss direkt auf Hits. 68. Minute. Wir müssen noch Tore machen, wir bekommen aber auch die Chancen. Ne? Sieht man ganz klar. Vielleicht wird Augsburg auch noch mal ein bisschen aggressiver jetzt in der Schlussphase. Wollen ein bisschen weiter aufrücken. Die Viererreihe bleibt hinten. Das ist hier zu sehen. Das Mittelfeld allerdings rückt dann doch schon eher auf. Na, Paare, gib mir den Ball hier. Fans unterstützen uns. Leider kriegen wir dadurch den Ball auch nicht schneller. Oh, Rüdiger. Sehr schön. Nacho. Ah, ja, das ist schwierig, da den Ball zu behalten. So. Ach, Leute. Anspielstation. Nicht hinter mir stehen, vor mich laufen. Hector Bellerin, du kannst das. Du kannst den Abschluss suchen. Ja, natürlich nicht, wenn du stehen bleibst, wenn ich nach rechts drücke, sondern du musst natürlich auch laufen in die Richtung, wo ich hindrück. Clint Dempsey. Ah, falsch gelaufen hier. Der dreht sich aber auch nur im Kreis. Der weiß auch nicht, wohin. Klavan. Nacho läuft viel. Der arbeitet. Oh, Rüdiger. Und gehalten von Wiedwald. So, da oben. Nein! Was machst du denn? Ich drück nach oben und nicht nach links. Ich sag auch noch so da oben und dann haut er den einfach geradeaus nach vorne. Das geht natürlich nicht. So nach unten. Jawohl, geht doch. Bayer aggressiv hier. Junosovic, nein, kommt nicht mehr an den Ball. Hier ist richtig was los. Augsburg, ein richtig starker Gegner. Macht uns das Leben hier zur Hölle. Aber noch halten wir gut dagegen. Junosovic, lass dich nicht abdrängen da. Geh rein da, jawohl. Und Mann, war der Scheiße geschossen. Mann, war der Scheiße geschossen. So, schaut mal da hinten. Da steht jemand und wartet auf seinen Ball. Junosovic. Mané schießt daneben, aber das Spiel ist vorbei. Die drei Punkte haben wir schon mal sicher. Das ist doch wunderschön. Boah, müssen wir jetzt mal durchhalten. Bayern gewinnt 4:0. Gladbach unentschieden, Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim. So, die ersten Spiele sind hier getan. Und wir können uns noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Dribbling, Abfang wird besser. Ja, doch, das wird ganz gut, das wird ganz gut. Bagowski ist auch schon an der 72 dran. So, transfermäßig sollte allerdings nicht mehr allzu viel passieren. Und wir sind jetzt ja auch schon im ersten richtigen europäischen Spiel und müssen schauen, dass wir da gegen die Shamrock Rovers uns in der Playoff-Runde für die Champions League qualifizieren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.